Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt einer anderen Art von mir. Und zwar Mario Party, der allererste Teil von der N64. Wir drücken mal hier weiter. Ja, gehen wir mal hier kurz hin. Ich hatte mir gedacht, ich wollte es jetzt eigentlich privat nur spielen und dachte mir, mein Gott, nimm das doch einfach auf, wirst du sehen, ob es jemandem gefällt. Ja, und kennen tue ich das Spiel jetzt, die ganze Reihe eigentlich, kenne ich nicht so gut. Ich hatte damals, glaube ich, mal Mario Party 8, hatte ich, glaube ich, mal gespielt, mit anderen Freunden zusammen. Aber sonst soweit sagt es mir nicht. Aber ich finde das total geil. Der erste Teil soll hier allerdings so ein bisschen mit, vom Computer aus ein bisschen geschummelt werden oder so. Aber wir werden sehen. Ich weiß es jetzt nicht genau, ne? Ja, hier hätten wir einen Shop, wo wir was kaufen könnten. Hier ist die Bank, wo wir das Gekaufte dann einlösen könnten. Ich könnte jetzt hier reingehen, euch das zeigen, aber ich glaube, viele, die kennen das schon, ne? Na komm, gehen wir mal hier rein in den Shop. Wir gucken mal. Ich verkaufe dir Gegenstände für deine Münzen. Ja, ach nee. Ich habe nur 84, weil ich es gestern schon mal angespielt habe und mir schon Sachen gekauft hatte. Die sind jetzt auch gar nicht mehr da. Hier vorne der blaue und der rote. Ja, und hier kann man sich eben einiges so aussuchen. Jetzt können wir uns eh nichts kaufen. Hier könnte man sich die Musikbox kaufen. Die kann man sich dann woanders anhören. Ja, und hier kann man sich die ganzen Stimmen von den ganzen Charakteren anhören. Und der Rest steht ja da, ne? Erklärt sich ja eigentlich für selber. Na gut, habe ich euch das mal gezeigt. Ja, wie gesagt, bei der Bank, da könnt ihr dann die gekauften Sachen einlösen, damit die im Spiel auch wirksam werden. So, dann haben wir hier noch Optionshaus. Hier könnt ihr zum Beispiel, ihr könnt ja zum Beispiel, warte mal. Nichts, danke. Spielstand löschen, wenn er einen angelegt hat. Ich weiß es ja nicht. Yeah. Wenn du den Spielstand löscht, werden alle Rekorde gelöscht. Ja, mach das mal. Drücke B, um die Daten unwiderruflich. Yeah. Ja. So, jetzt dürft ihr keine mehr haben, ne? Oder zeigt er mir immer das selber an? Nein, lieber nicht. Alle Spielstände löschen. Yeah. Ach nee, das heißt, drücke A, um die Daten zu löschen. Ich spiele ja hier mit dem Xbox-Controller. Geht aber nicht. Also gibt es gar keine Spielstände. Yeah. Na egal. So, was haben wir denn noch hier? Zaun könntet ihr auf Mono stellen, aber lass ich mal. Wer will schon Mono heutzutage haben? So, na gut. Das war's hier. Ja, dann hätten wir hier noch Minispiele, die ihr, glaube ich, kaufen müsst. Hier kann man Minispiele kaufen und hier genauso. Aber wir wollen ja das Abenteuer beschreiten. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Ab in die Warpröhre. Das Abenteuer beginnen. Bevor das Abenteuer beginnt, müssen wir ein paar Fragen zu den Einstellungen klären. Wie viele Spieler sollen am Spiel teilnehmen? Ja, natürlich zeigt er nur einen an, weil ich ja nur einen Controller dran habe, sozusagen. Wählt nun Charaktere aus, die benutzt werden sollen. So, da heißt es als erstes den Charakter, den ich nehme. Und ich würde sagen, ich nehme Yoshi, weil Yoshi ist echt geil. Der gefällt mir.
Wähle die drei Charaktere, die computergesteuert werden sollen. Dann nehmen wir einmal Mario, würde ich sagen. Nehmen wir einmal den... Donkey Kong. Ich würde sagen, ihn und ihn. So, das ganze Computerschwierigkeitsgrad. Normal, würde ich sagen, ne? Aber ich glaube, später muss ich den auf schwer stellen, weil... ich glaube, ab der dritten Welt oder so. Und wir fangen an mit dem Dschungelabenteuer. Ja, die Partlänge wäre ich so bei 20 Minuten belassen. Ich denke mal, das ist okay. Weil jede Welt, ich glaube, ich komme da mit drei Parts hin. Wie viele Runden? Achso, hier müssen wir die Runden machen. Und 20 Runden sind völlig ausreichend. Das ist, glaube ich, über eine Stunde Spielzeit. Also für ein Let's Play jetzt, ne? Privat könnte man, wenn man, kommt drauf an, wie viel Zeit man hat. Mit Freunden oder so, da kann man natürlich dann länger, mehr Runden machen. So, und für mich ist das natürlich hier auch absolutes Neuland. Mal sehen, wie ich mich schlage. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Koopa und werde euch herumführen. Hier im Dschungel steht eine mysteriöse Ruine. Eine Legende erzählt, dass darin ein großer Schatz versteckt sei. Wenn ihr den Schatz sucht, werdet ihr ihn sicher finden. Aber Vorsicht, hier sind viele Fallen versteckt. Betretet auf gar keinen Fall Fragezeichenfelder, da ihr auf ihnen nicht sicher seid. Also dann lasst uns die Startreihenfolge bestimmen. Oh, ich hoffe, ich kriege einen guten Platz. Oh, ich habe einen guten Platz. Ich bin als Erster. Super. Das hat ja schon mal gut geklappt. Achso, da muss ich drücken. Und Luigi ist Letzter. Aber es hat ja nichts zu sagen. Das heißt nur eben, auch wenn ich jetzt auf dem Letzten wäre, das heißt nur, dass ich als Letzter würfle. Auf die Plätze, fertig. Sucht nach den Sternen. Ja, und hier heißt es halt, die Sterne bekommen, ne? Das ist das höchste, die höchste Priorität. Lasst mich euch zeigen, wo der erste Stern zu finden ist. Da hinten steht er, am äußersten Weg. Ja, und der kostet 20 Münzen, muss man dann haben. Wenn man da ankommt und nur 18 Münzen hat, ja, kriegt man keinen Stern. So, Yoshi. Die 4. Erstmal heißt es natürlich, Münzen sammeln. Ah, jetzt macht er den Weg dicht. Man muss dann nämlich bei dem bezahlen. Ein Player geben. Tanzt in Limbo. Ja, das wird er nicht schaffen, denke ich mal. Und das sind jetzt hier so die Minispiele, die man hin und wieder machen muss. In dem Fall muss es jetzt Mario alleine machen. Da braucht ihr auch nichts steuern. Das wird vom Computer alles gesteuert. Den letzten schafft er noch nicht, oder? Ach nee, er muss ja noch weiter. Ich meine den letzten hier vorne. Ah, das war noch nicht mal der letzte. Da ganz hinten wäre der letzte gewesen. Ja, kriegt er Minus abgezogen. So, Luigi. Oh, er hat 8. Kommt da ziemlich weit schon. Aber das Schöne ist, er zahlt jetzt und dann geht der, glaube ich, wieder rüber. Ich hoffe, der bleibt dann da.
Aber ich glaube, der, ja, der lässt ihn durch und. Und jetzt 4 Player geben. Also das Spiel müssen wir jetzt alle 4, das heißt, ich muss jetzt da auch mitmachen. Draußen bleiben. Mal sehen, was das ist. Ach so, das ist, öffne die Tür und verhindere, dass die Stachelkubbers den Schlüssel bekommen. Passe ihn mit B zu deinen Partnern. Okay. Ich glaube, wir müssen hier nur ein bisschen. Mario, nimm ihn! Nimm ihn! Los, Luigi! Und ich glaube, hier kriegen wir alle Punkte. Das ist ein Gemeinschaftsspiel quasi. Es gibt quasi Spiele, wo wir gegeneinander antreten. Und es gibt Spiele, wo wir miteinander das bestreiten müssen. In dem Fall haben wir alle gewonnen. Genau. So, ich bin dran. Eine 9, super. Ja, ich will da lang. Ja, bitteschön. Wäre ich ja wohl jetzt mal Platz. Nee, nee. Gott sei Dank. Steht der da drüben, dass mir der erspart bleibt. Ah, das sieht gut aus. Ja, Wario. Flächen. Wie viel hat er? 23? Ja. Haha, er muss zweimal blechen. Oder nee, er entscheidet sich darum zu gehen. Okay. Dafür werden ihn noch 3 abgezogen. Ja, und wenn man hier Pech hat, kriegt man diesen anderen Pilz und muss eine Runde aussetzen. Und nicht bei mir. Ah ja, das war wieder klar, Mario. Weißt du Bescheid, wenn ich da hinkomme, ne? Da hole ich mir gleich wieder. Ne? Ist ja wohl klar. Das ist so amtlich. Und er hat gerade mal 12, ne? In dem Fall jetzt 17. Oh, Pech für dich. 2 gegen 2. Tiefseetaucher. Ach, das ist auch ganz lustig. Bildeteams und Berg die Schatztruhen. Das heißt 2, ich bin an der Angel. Uiuiui. Vom Meeresgrund. Drückt A, um zu schwimmen. Dreht den Stick zum Einholen. Okay, ich muss also den Stick drehen. Wenn er eine Kiste hat. Das mache ich am besten mit Handballen. So, Mario. Runter. Und jetzt hol die fette Kiste ganz nah. Die will jeder haben. Ah, Mist. Der Dings ist eher da gewesen. Dann nimm die. So, komm, komm, komm. Ja, man muss sich hier nämlich ein bisschen beeilen. Ich glaube, er verliert die Kiste gleich wieder. Ja, hat er nicht geschafft. Er versucht es aber nochmal. Jetzt hat er sich ganz so weit mit der Kiste. So, aber ich hoffe mal, er hat jetzt zwar die große Kiste. Ich hoffe mal, wenn ich hier einen Haufen kleine habe. Ich wollte gerade sagen, Mario, schwimm nicht darüber, da sind doch gar keine Kisten mehr. So, da mal sehen. Vielleicht können wir es ja doch noch reißen. Jetzt
Zu lernen natürlich mir noch die letzte Kiste klauen. Na, mal sehen, ob das gereicht hat. Oder ob die, weil er die große Kiste hatte. Ja gut, da gibt es keinen ersten und zweiten. Dann ist nur, kriegt jeder das, was er gesammelt hat. Auch gut. Weil man kriegt hier nämlich, ich habe mich natürlich ein bisschen erkundigt und habe mir auch ein paar Videos davon angeguckt, weil ich wissen wollte, ob ich das Spiel überhaupt aufnehmen kann. Deswegen weiß ich ein bisschen was davon. Oh, eine 10, das ist gut. So, Mario, ne? Du weißt ja Bescheid, ne? 30 hat er. Ja, der hat auch am meisten. Ja, Mario. Kannst du gleich mal hergeben. Leider nicht genug. Verdammt. Nein, hier lang. Da ist doch der Stern. So, und ich kaufe den Mario vor der Nase weg. 20, ja klar, her damit. Ne, was ich erzählen wollte, man kann natürlich auch noch einen Stern bekommen, der die meisten Geldstücke, also Münzen, eingesammelt hat. Und dann gab es noch einen Stern, der die meisten Minispiele gewonnen hat. Jetzt geht er woanders hin, der kleine Pilz. Jetzt steht er da unten. Ich wollte sowieso da unten lang. Oh, und ich muss jetzt den ersten Schritt gleich machen. Lassen wir den nochmal. Ah, der wird bis zum Anfang gescheucht. Ja, Mario, das hast du davon. Tschüss. Aber das heißt, dass er auch eher bei dem Stern sein könnte. Er geht außen lang. Okay. Aber Fragezeichen sind immer nicht gut. Und da kommt, glaube ich, immer der Stein. Das heißt, dass man dann den Geist nicht machen kann. Ne? Das ist Pech. So. Aber bevor wir das hier machen, ja gut, wir können ja auch schon mal gucken, was kommt. Reise nach Toad City. Ach, das ist das. Ja, da war ich nicht so gut drin. Ne? Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mario Party 1. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.